Willkommen zu Lennys Tanzschule, Folge 3. Heute habe ich wieder jemanden dabei, die Sherina. Hallo. Und letzte Folge haben wir auch 4 Schritte gemacht und jetzt packen wir wieder 4 dazu. Und jetzt geht's los. So, jetzt zeige ich euch mal den letzten Schritt, den wir bei der zweiten Folge gemacht haben. Sherina, bist du bereit? Ja. Gut, dann legen wir los. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, zack, zack. So, jetzt fangen wir an mit den 9 Schritten und ich würde sagen, Sherina, bist du bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ich glaube schon, dann legen wir los. So, wir sind hier beim zack, zack stehen geblieben. Jetzt geht ihr mit eurem rechten Bein nach vorne auf Zehenspitzen und macht mit eurem rechten Knie, also mit eurem rechten Bein so eine Halbdrehung. Jetzt würdet ihr einen Halbkreis machen. Und jetzt macht ihr eure Arme so und macht eure Hände so nach vorne, als würdet ihr irgendwas greifen. Also so. Und jetzt dreht ihr euch so mit den linken, dreht ihr euch auch mit der Zehenspitze mit, macht ihr eure Arme zurück, dann macht ihr so einen Abprallen, so einen V-Schlag dran vorbei. Der ist so. Lässt ihr euren Arm hier vorne, dann macht ihn nach hinten und ruckt dann einfach zusammen. So, jetzt machen wir nochmal alles zusammen mit den neuen und den alten. Dann, let's go. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, zack, zack. Dann macht ihr das, den Brustschlag nach hinten und zusammenrücken. Zack, boom, klack, tack. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Musik. Ich würde sagen, DJ, hau rein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Sherina, hast du was dazugelernt? Ja. Fandst du schwer? Nö, es war relativ einfach. Gut, dann würde ich sagen, das war es von mir aus. Ich sage tschüss. Sherina, hast du was zu sagen? Tschüss und ich hoffe, ihr seid bei Folge 4 dabei. Okay, ciao.